Quartiersarbeit ist so wichtig, weil wir dadurch konkret auf die Themen eingehen können, die die Menschen vor Ort beschäftigen. Das heißt, wenn wir feststellen, dass zum Beispiel zweifach oder dreifach abgeschlossene Handyverträge ein Problem sind, dann können wir direkt den Fokus in Bildungsarbeiten darauf legen und die Menschen darüber aufklären. Das ist eine schwierige Frage, weil ich denke, dass es immer neue Verkaufsmaschen geben wird und Stolperfallen im Alltag. Aber ich denke, wenn wir es schaffen, dass die Menschen vor Ort ihre Rechte und Pflichten im Verbraucheralltag kennen und somit das Selbsthilfepotenzial gestärkt wird, haben wir viel erreicht. Eines der wichtigsten Stellschrauben ist eine gute und enge Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort, zu denen die Bewohnerinnen schon eine Vertrauensbasis aufgebaut haben. Denn so können wir die Menschen dort erreichen, wo sie sich wohlfühlen und sowieso aufhalten. Also zum Beispiel mit kleinen Inputs beim Mittagstisch im Alten- und Servicezentrum.